Wir sind Öklo und wir vermieten mobile Komposttoiletten, bauen die, verkaufen die. Und begonnen haben wir eigentlich mit einem Festival und produziert damals noch in einem Schweinestall die Toiletten dafür. Das Ziel von Öklo ist es jetzt nicht, Toiletten zu bauen, wo ein Kübel drunter geschoben wird, sondern das Klo ist für uns eher die Plattform, das Klo zum Skalieren halt weiter für eine Sanitärlösung für Menschen und Regionen in der Welt, die einfach jetzt keine Lösung dafür haben. Ich hatte schon natürlich öfters Zweifel oder Bedenken, ob das eine gute Idee ist, sowas zu gründen. Mehrmals täglich manchmal sogar. Aber es gibt auch diese schönen Seiten dran. Also man hat eben diese Achterbahnfahrt. Für mich ist der Durchbruch erst da, wenn ich einfach weiß, das Ganze ist auf sicherem Land. Wir haben einfach mal ein normales Jahr jetzt nach der Pandemie. Der Höhepunkt ist, wie gesagt, alleine nur, dass wir 40 Mitarbeiter haben. Das ist ein Wahnsinn, wenn wir dann ein Teamgespräch haben, das haben wir einmal im Monat. Die bei dir ihr Geld verdienen, das ist, was macht dich stolz? Wenn du im Servicekalender raufschaust und siehst, da stehen gerade 400 Klos draußen, das sind so diese kleinen Höhepunkte. Was ich Neugründerinnen mit auf den Weg geben möchte, ist auf jeden Fall, genießt die Challenge, die da täglich auf euch zukommt, und wächst daraus und nehmt das an. Es ist es wert.